Wieso du nicht fett wirst, wieso du keine Angst haben musst, Gewicht zuzunehmen und wieso du dir keine Sorgen machen solltest, wenn du mal etwas mehr Kalorien gegessen hast. Ich bekomme so häufig Anfragen von euch und Nachrichten auf Instagram, dass ihr Angst habt, Gewicht zuzunehmen, dass ihr Angst habt, davor dick zu werden oder eben zuzunehmen. Und ich möchte euch diese Angst wirklich nehmen. Also Gewicht zuzunehmen ist schwieriger, als die meisten von euch denken. Also wenn man einen aktiven Alltag hat, sich im Alltag bewegt, zum Sport geht, sich bewusst ernährt, das heißt auf die Ernährung achtet, eben darauf achtet, was man isst, dass man sich an gewisse Regeln hält und auch die 80-20-Regel berücksichtigt und ungefähr weiß, was Kalorien sind, dann wird man in der Regel nicht so viel Gewicht zunehmen. Und das Ganze möchte ich dir heute ein bisschen näher bringen. Also was sorgt dafür, dass du Gewicht zunimmst und wie ist ja die beste Rate, um eben Gewicht zuzunehmen? Da gibt es ein paar Herangehensweisen, die ich dir heute näher bringen will. Aber zuallererst nochmal, hab erstens keine Angst davor, Gewicht zuzunehmen. Gewichtszunahme ist nichts Schlimmes und du wirst auch nicht sofort fett. Also der Körper wird nicht alles in Körperfett einlagern und selbst wenn es der Fall wäre, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Es heißt nicht, dass es an dir schlecht aussieht. Das nochmal vorweg. Für eine Gewichtszunahme, für Muskelaufbau, für vielleicht auch dick werden, ist zuallererst die Kalorienbilanz entscheidend. Das heißt, wenn du zunehmen möchtest, musst du über einen längeren Zeitraum einen Kalorienüberschuss erreichen. Das heißt, über eine Woche, über zwei Wochen hinweg musst du mehr essen, als du verbrauchst. Das führt in der Regel dazu, dass du Körpergewicht aufbaust. Was dann anteilig an diesem Körpergewicht Fett, Muskulatur oder andere Stoffe sind oder andere Gewichtszunahmen sind, entscheidet dann eben, wie du dich im Alltag bewegst, was die Nahrungsmittel sind und so weiter und so fort. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass es notwendig ist, pro Woche 7000 Kalorien einzusparen, um 1 Kilo Körperfett zu verlieren. Diese Formel ist irgendwann mal entstanden und wenn man das Ganze nochmal sehr genau berechnet und berücksichtigt, dann ist es nicht ganz richtig, 7000 Kalorien festzulegen, um zu sagen, 1 Kilo Körperfett zu verlieren, benötigt ein Defizit von 7000 Kalorien. Denn wenn man 7000 Kalorien einspart, dann wird der Körper nicht nur Körperfett verbrennen. Also klar, das Körperfett, was im Körper gespeichert ist, in den Fettdepots, ist vom Energiewert berücksichtigt 7000 Kalorien. Aber wenn wir in einem Defizit sind, wird der Körper nicht nur Fett verlieren. Das sollte dir klar sein. Du wirst unter anderem auch Glykogen, was in den Muskeln gespeichert ist, und Wasser verlieren, was auch Einfluss auf das Gewicht hat, aber 0 Kalorien. Des Weiteren wirst du auch Muskelmasse, also Muskelprotein verlieren, was sich in einem Defizit selten vermeiden lässt. Auch wenn du Krafttraining so gut es geht betreibst und für eine ausreichende Eiweißversorgung sorgst, wirst du anteilig etwas Muskelmasse verlieren. Das lässt sich in einem Defizit nicht vermeiden. Und allein aus diesem Grund ist schon mal die 7000 Kalorienregel nicht ganz richtig. Und genauso ist es beim Muskelaufbau. Also wenn wir die 7000 Kalorienregel auf den Muskelaufbau anwenden, dann würde es ja theoretisch heißen, dass wir 7000 Kalorien pro Woche zuführen, um 1 Kilo Muskelmasse aufzubauen. Was ist jetzt das Problem an der ganzen Sache? Genauso wie beim Defizit ist eben das Problem, wenn wir im Aufbau sind und 7000 Kalorien mehr essen, ist es nicht reine Muskelmasse, die wir dann aufbauen. Denn im Überschuss bauen wir auch immer etwas Fett auf. Das sollte jedem klar sein, das sollte jedem bewusst sein. Es ist nicht möglich, 100% Muskelmasse aus Kalorien aufzubauen. Du wirst immer anteilig etwas Fett aufbauen. Des Weiteren wird in den Muskeln Glykogen gespeichert. Glykogen wird in Form von Kohlenhydraten gebunden mit Wasser gespeichert. Das heißt, auch hier wird eine Gewichtszunahme stattfinden, die aber in dem Sinne gar keine hohe Energiemenge hat. Hinzu kommt, dass wenn du so viel Kalorien isst oder mehr Kalorien isst, der Körper in der Regel bereit ist, auch mehr Kalorien ja zu nutzen. Das heißt, Stichwort NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, das heißt, wenn du mehr Kalorien isst, wirst du anteilig auch mehr Kalorien verbrauchen. Also das kennen vielleicht die ein oder anderen von euch. Wenn ihr mal in einem Überschuss seid, dann seid ihr eher dazu bereit, mal einen Spaziergang zu machen. Ihr schnippst vielleicht die ganze Zeit mit den Fingern oder wippt mit dem Fuß unterm Schreibtisch. All diese Dinge erhöhen sich mit Zufuhr der Kalorien in der Regel. Also genauso ist es auch im Defizit. Wenn du in einem Kaloriendefizit bist, ist der Körper eher dazu geneigt, diese zusätzliche Energie einzusparen. Das heißt, du versuchst dich auch auf deinem Stuhl, so gut es geht, nicht zu bewegen, beziehungsweise der Körper macht das unbewusst und du bleibst dann einfach still sitzen. Du bewegst minimal die Maus, wenn wir jetzt das Beispiel vom Schreibtisch nehmen. Und so versucht eben der Körper, Energie zu sparen. Das ist eben der Need, der eben mit der Kalorienzufuhr schwankt. Genauso nimmt der Thermic Effect of Food
also die Thermogenese durch die Nahrungsaufnahme zu oder ab. Das heißt, wenn du mehr Kalorien isst, werden auch mehr Kalorien für die Verdauung verbraucht. Dort kann man pauschal ungefähr sagen, dass 10% der Kalorienaufnahme durch die Nahrung für die Verstoffwechselung genutzt werden. Das heißt, als Beispiel, du hast 500 Kalorien aufgenommen, die durch Protein entstanden sind, das heißt 500 Kalorien Protein. Davon werden rund 10%, also 50 Kalorien, alleine schon für die Verstoffwechselung genutzt. So. Und das Ganze macht dann eben diese 7000 Kalorienregel nicht ganz korrekt. Und das Ganze solltet ihr jetzt nochmal bewusst machen, dass es nicht so einfach ist, fett zu werden, beziehungsweise halt einfach Gewicht zuzunehmen. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Wenn du mehr Kalorien isst und diese Kalorien eben einspeicherst, dann ist das nicht nur reines Fett, es ist auch nicht nur reine Muskelmasse. Es zählt immer dazu Glykogen in Form von Kohlenhydraten, gebunden mit Wasser. Der Thermic Effect of Food erhöht sich durch die Kalorienzufuhr. Und der Need, also die Aktivität außerhalb der wirklichen sportlichen Aktivität oder wirklichen Arbeit, erhöht sich auch. Das heißt, allein eine erhöhte Kalorienzufuhr heißt auch ein vermehrter Kalorienverbrauch. Und wie solltest du jetzt idealerweise eine Muskelaufbauphase, eine Gewichtszunahme planen? Wie sieht es am besten aus? Also ist es sinnvoll, wirklich viel zu essen, die klassische Massephase, wo man reinschaufelt, was man möchte? Oder macht es Sinn, das Ganze doch etwas genauer zu berechnen und zu planen? Und das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Diese pauschale Regel 7000 Kalorien pro Woche ist nicht ganz richtig, denn wenn man das quasi auf eine Woche runterrechnet, dann wären das ja 1000 Kalorien pro Tag für ein Kilo pro Woche. Und das ist eben ja dann doch, wenn man das überschlägt, eben doch anteilig sehr viel Fett, was man dann aufbaut. Deswegen sollte man die Berechnung eher auf den Monat beziehen. Ich blende euch hier mal die Daten ein. Ich habe die Tabelle dazu zusammengefasst von Lyle McDonald. Dass eben je nach Trainingsniveau, also wenn du Anfänger bist, gerade anfängst und ein Mann bist, du eben mit etwa 1 bis 1,5% Körpergewichtszunahme pro Monat rechnen solltest. Und bei den Frauen, das ist eben die rechte Spalte, solltest du ungefähr die Hälfte nehmen. Das heißt, das sind die ungefähren Gewichtszunahmen prozentual an deinem Körpergewicht berechnet, die du pro Monat annehmen kannst. Aber was genau heißt das jetzt in Form von Kalorien? Soll ich jetzt 7000 Kalorien essen? Soll ich jetzt 1000 Kalorien essen? Wie berechne ich das? Und das kann man leider nicht so genau sagen. Also wie viel Kalorien du am Ende brauchst, um Muskelmasse aufzubauen, ist sehr individuell. Denn wie gesagt, es gibt dann auch Leute, die aufgrund der Kalorienzufuhr sich noch mehr bewegen. Das sind dann die sogenannten Hard Gainer, die es in der Regel nicht gibt. Aber das sind die Leute, die aufgrund der Kalorienzufuhr sich unmenschlich viel bewegen oder auch so in einem Kaloriendefizit sich sehr viel bewegen, oft im Alltag aktiv sind mit dem Fahrradfahren und so weiter und so fort. Ihr kennt diese typischen Leute, die eben es schwer haben, Gewicht aufzubauen. Und es gibt dann auch eine Annahme, das ist eben die Annahme von McDonald und Eric Helms, dass man eben hier pauschal doch mit 3500 Kalorien pro Monat rechnen kann, was dann umgerechnet auf ein Kilo Gewichtszunahme pro Monat ungefähr 240 Kalorien pro Tag für einen Mann bedeutet, der eben 1% Körpergewicht zunehmen möchte. Und das Ganze kann man jetzt mal überdenken. 240 Kalorien pro Tag ist keine hohe Kalorienzufuhr. Nehmen wir das Ganze zum Beispiel mal für einen Fortgeschrittenen, also jemand, der sehr weit fortgeschritten ist, der nicht mehr im Trainingsniveau zwischen Anfänger und Fortgeschrittener, sondern schon wirklich mehrere Jahre auf dem Buckel hat, eine adäquate Muskelmasse aufgebaut hat. Für den ist ein Überschuss von 120 Kalorien pro Tag sinnvoll oder ja angemessen, oder ja zumindest Erfahrung wert, ob man damit Muskelmasse aufbaut. Denn wenn du weiter fortgeschritten bist, wirst du nicht mehr so viel Muskulatur aufbauen. Muskelmasse wirst du natürlich aufbauen, aber nicht mehr so viel. Und wenn wir das Beispiel dann auf eine Frau berechnen, wo Frauen in etwa die Hälfte der Gewichtszunahmen haben wie Männer, dann entspricht das für eine fortgeschrittene Frau mit ungefähr 65 Kilo, die dann zwischen 0,125 und 0,25% Körpergewicht pro Monat zunimmt, in etwa 1000 Kalorien pro Monat, was dann umgerechnet auf den Tag in etwa 30 Kalorien bedeutet. Und seien wir mal ehrlich, wenn du 30 Kalorien mehr am Tag isst, das wird aufgrund der natürlichen Schwankungen der Lebensmittel schon gar nicht machbar sein. Das wird auch mit den kleinsten Mehraktivitäten einfach verbraucht sein. Und deswegen ist es da schwierig, eben so einen Wert anzunehmen oder zu berechnen. Und
Ja, seien wir ehrlich, niemand schafft es, nur 30 Kalorien mehr zu essen. Es ist einfach nicht sinnvoll und auch nicht umsetzbar. Deswegen, wie kannst du das Ganze dann umsetzen? Wie ist das Ganze überhaupt anwendbar? Also ich finde, es ist sehr schwierig, das umzurechnen, eben auf den Muskelaufbau, wenn man jetzt weit fortgeschritten ist als trainierende Frau und dann eben versucht, 30 Kalorien pro Tag mehr zu essen. Dann wird es in der Regel so sein, dass man eben diese Energie schnell verbraucht hat und man dann gar nicht mehr im Überschuss ist und somit dann ja lange Zeit auf einem Plateau rumhängt oder gar keine Muskulatur mehr aufbaut. Und dann ist eben so ein geringer Überschuss einfach nicht zielführend und dann macht ein etwas höherer Überschuss natürlich mehr Sinn, weil man dann den Muskelaufbau quasi garantiert. Also nehmen wir jetzt als Beispiel mal, die Frau nimmt keine 30, sondern vielleicht 150 Kalorien als Überschuss pro Tag. Dann ist natürlich der Fettanteil höher, den man aufbaut. Aber auch die Muskelmasse wird garantiert. Also das heißt, Muskeln und Fett werden trotzdem aufgebaut. Und das Ganze kann man dann später in einer Diät wieder reduzieren oder man führt einen Minicut durch. Und das macht das Ganze dann für mich sinnvoller. Genauso ist es bei einem fortgeschrittenen Mann, der auch nicht mehr so viel Kalorien essen darf. Aber der muss dann einfach nur mal einen Tag ein bisschen aktiver sein und schon sind die Kalorien weg. So, und dann macht es für mich mehr Sinn, etwas mehr Kalorien zuzuführen, um eben den Muskelaufbau zu garantieren und dann zu sagen, okay, ich mache das einfach so lange, bis ich sage, jetzt habe ich genug Gewicht aufgebaut oder ich fühle mich nicht mehr wohl im Spiegelbild und dann eben sagt, okay, ich mache jetzt eine Diät oder ich mache einen Minicut, um eben das Fett, was ich durch den etwas höheren Kalorienverbrauch aufgebaut habe, wieder zu reduzieren. Ja, ich hoffe, das Rechenbeispiel und dieses Video hat dir mittlerweile die Augen geöffnet und dir bewusst gemacht, dass Gewicht zunehmen gar nicht so einfach ist. Also nochmal als Hinweis, wenn du Sportler bist, wenn du 3 bis 5 Mal oder 2 bis 4 Mal pro Woche ins Krafttraining gehst, Sport treibst, wenn du in einem Fußball- oder Handballverein bist, wenn du im Alltag sowieso aktiv bist, das heißt, anstatt der Rolltreppe eine normale Treppe nimmst, anstatt des Fahrstuhls sowieso die Treppe nimmst, wenn du zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, wenn du auf deine Ernährung achtest, wenn du weißt, was Kalorien sind und wenn du dich dort auch etwas bewusster ernährst, das heißt, auf deine Proteinzufuhr vielleicht achtest, darauf achtest, dass du ballaststoffreich ist, dass viel Gemüse in deiner Nahrung ist, also hauptsächlich unverarbeitete nährstoffreiche Lebensmittel isst und eben nur den kleinen Anteil, nochmal Hinweis 80-20-Regel, durch verarbeitete Lebensmittel isst, dann wirst du in der Regel gar nicht so einfach zunehmen können, weil ja eben der Thermic Effect of Food höher ist, also die Thermogenese durch die Nahrungsaufnahme, durch die Verstoffwechslung und du wirst dich im Alltag mehr bewegen, Stichwort Need, und dann macht es das Ganze ziemlich schwierig, eben Gewicht zuzunehmen und ich selber kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ich esse halt ziemlich viel unverarbeitete Lebensmittel, ich esse sehr viel Gemüse und Obst am Tag, ich esse auch unverarbeitete andere Sachen wie eben Hülsenfrüchte, Reis und Kartoffeln und so weiter. Und ich weiß, dass es eben schwierig ist, wenn du dich davon nur ernährst, einfach allein die Kalorien reinzubekommen, weil es sehr viel Volumen ist und der Körper dann einfach sagt, es reicht. Und selbst wenn du viel Fett isst in Kombination mit den Lebensmitteln, wird es schwierig. Und wenn du dann eben jemand bist, der quasi nur die Tüte aufreißt und das Ding in die Mikrowelle stellt, dann wirst du in der Regel schneller dick werden, weil du jemand bist, der quasi faul in Anführungszeichen ist, der nicht dazu bereit ist, mehr für seine Nahrung zu tun. Wenn du dann sowieso jemand bist, der sowieso nicht zum Sport geht, der Sport nur aus dem Fernsehen kennt und der sich zur Arbeit ja noch aufraffen muss und quasi von dem Auto auf den Bürostuhl setzt und am Abend wieder zurückfährt, ja, dann wirst du in der Regel auch schneller fett werden oder dick werden oder zunehmen. Aber für alle Leute, die aktiv im Alltag sind, die sich sportlich betätigen, die eben auf ihre Ernährung ein bisschen achten, die werden nicht so schnell Gewicht zunehmen. Und nochmal, hab keine Angst davor, das Gewicht hat keine große Aussagekraft auf deine Körperkomposition, auf deine Gesundheit, auf dein Wohlbefinden. Wenn du beispielsweise 65 wiegst und jeder sagt, du musst aber 63 wiegen oder 60 wiegen, du fühlst dich aber mit diesen 65 Kilo wohl, dann bleib bei diesen 65 Kilo. Nur weil XY sagt, es ist nicht toll oder es sieht nicht gut aus, denk immer an dich, sei dort ein bisschen egoistisch, wenn ich das sagen darf. Es geht allgemein um dein einziges Glück. Du bist für dein Glück verantwortlich und lass dich da von niemandem in die falsche Richtung lenken oder von irgendwem anders unglücklich machen, nur weil er sagt, du musst etwas weniger wiegen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen, hat dir die Augen geöffnet. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Du darfst natürlich auch eine negative Bewertung dalassen, wenn dir das Video nicht gefallen hat. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt und mir ja wissen lässt, was deine Angst ist. Hast du Angst zuzunehmen oder ist es für dich gar kein Problem, mal ein bisschen mehr auf den Hüften zu haben, in Anführungszeichen, also mehr auf der Waage zu sehen? Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn du ein Abo für diesen Kanal da lässt, denn dann bekommst du immer die ganzen Videos von mir in deinen Abo-Feed. Und wenn du auf die Glocke
neben dem Abo-Button klickst, dann bekommst du sogar Benachrichtigungen, sobald ein neues Video online ist und kannst sofort die neuesten Informationen für dich nutzen. Das heißt, du bekommst so ein Video immer direkt am Tag, an dem es dann auch veröffentlicht wurde. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Dominik von Fit4.